ja, herzlich willkommen hier am Familiencampus Lausitz in Klettwitz. Wir befinden uns hier auf dem Gelände eines ehemaligen Bergmannskrankenhauses, ein historischer Standort, der von der Entwicklung her bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Der Familiencampus hat sich in den vergangenen Jahren aus der Tradition heraus zu einem Standort entwickelt, an dem tatsächlich die Themen Fort- und Ausbildung, aber auch Jugendhilfe und die Themen Gesundheit, Leben und Lernen weiterentwickelt haben. Im Ergebnis ganz verschiedener Gespräche ist der Landkreis im Moment in einem Prozess, die beiden Gesellschaften des Familiencampus, nämlich die Klinikum Campus GmbH und die Campus Service GmbH und auch die Standorte in Klettwitz und in Lauchhammer zu übernehmen und künftig unter kommunaler Regie fortzuentwickeln. Ja, innerhalb des Familiencampus wird Schwerpunkt gelegt auf ganz verschiedene Angebote der Jugendhilfe, seien es stationäre Wohnformen bis hin auch zu ambulanten Hilfen, die bis zu Einzelfallhelfern in Kitas und Schulen ausgelegt sind. Zudem ist in der Einrichtung Pro Kids auch eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung in Lauchhammer mit inbegriffen. Und am Standort hier wird die sogenannte Campus-Kita mit knapp 40 Betreuungsplätzen in einer Kindertagesstätte betrieben. Das ganze Angebot umrahmt dann die sogenannte Lernbar, eine zentrale Versorgungseinrichtung, die sozusagen den Campus hier als Kern ein Stück weit mitträgt. Und wir haben das sogenannte Pferdegut, das ist eine reittherapeutische Anlage, die von verschiedenen Nutzern auch mitgenutzt wird. Das ist also ein Schwerpunkt hier am Campus, dass tatsächlich die Pflegekräfte von morgen hier ausgebildet werden. Seit vielen Jahren ist das der Fall und wir haben uns darauf verständigt, dass wir mit den Sana-Kliniken Niederlausitz einen festen Partner mittel- und langfristig hier haben, der die Pflegeschule betreiben wird, und insofern rundet das Bild nochmal ab. Ja, wir haben uns, ich denke mal, drei Schwerpunktaufgaben für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen. Zum einen, wir wollen ganz klar den Standorten Klettwitz und Lauchhammer eine Perspektive aufzeigen. Das insbesondere natürlich mit Blick auf das Beschäftigtenteam. Und ich glaube, da haben wir gute Ansätze, die wir auch besprechen werden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zweiter Punkt, man kann es ein bisschen erahnen, wir haben hier sehr viel historische Gebäudesubstanz. Das Thema Denkmalschutz auch auf der Tagesordnung, dem wollen wir uns annehmen. Wir werden baulich tätig werden in Klettwitz und haben das Thema Nachhaltigkeit, auch energetische Sanierung in der Pipeline. Drittes Thema, ein komplett neues Aufgabenfeld, was wir auch hier in Klettwitz entwickeln wollen werden. Das ist die Rekommunalisierung des Rettungsdienstes des Landkreises OSL. Wir sprechen hier im Moment von 8 Rettungswachen, verteilt über den gesamten Landkreis, in denen ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Dienst tun, sozusagen zur Hilfe für unsere Gesundheit. Die Verwaltung für diese Rettungswachen wollen wir künftig innerhalb einer kommunalen GmbH zusammenführen und vom Standort Klettwitz aus künftig verwalten und organisieren. Ja, wir sind hier direkt vor der sogenannten Lernbar. Das ist die zentrale Versorgungseinrichtung hier am Campus. Die ist so ausgerichtet, dass selbstverständlich die Pflegeschülerinnen und Schüler und alle Gäste hier am Campus Mittagessen gehen können oder auch zu sonstigen Anlässen versorgt werden können. Und jedermann ist herzlich eingeladen, auch zu einem leckeren Mittagstisch hier nach Klettwitz zu kommen. Wir haben hier in Klettwitz, denke ich, ein ganzes Portfolio verschiedenster Angebote. Vielleicht mit einem Schwerpunkt tatsächlich auf Jugendhilfeangebote, darüber hinaus aber eben auch Veranstaltungsmanagement, Fortbildungsangebote. Es wird hier am Standort in Klettwitz auch eine Kindertagesstätte betrieben. Und genau diese Angebote wollen wir übernehmen. Ich denke, das hat ein Stück weit auch was mit sozialer und gesellschaftlicher Daseinsvorsorge zu tun. Und vor dem Hintergrund bietet sich im Moment für uns die Chance, gemeinsam mit unserem Partner Sana, der weiterhin sich hier am Campus engagieren wird, genau dieses Ensemble weiterzuentwickeln. Und da freuen wir uns drauf.
Also man kann es, glaube ich, erahnen, wir haben ganz viele spannende Themen hier am Familiencampus, die auch in der Zukunft relevant sind. Dafür suchen wir im Zuge der Übernahme der Gesellschaften tatsächlich eine Persönlichkeit im Sinne einer Geschäftsführerin oder eines neuen Geschäftsführers, sind dabei gerade in der Ausschreibung und hoffen, dass wir zum 1. Januar 2023 jemanden tatsächlich haben, bekommen, der gemeinsam mit dem Gesellschafterlandkreis den Familiencampus weiterentwickelt und insbesondere das neue spannende Themenfeld Rettungsdienst auch hier mit bekleidet. Sie können davon ausgehen, wir haben ein hochmotiviertes Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wahnsinnig viele Ideen auch mitbringen. Ich kann also garantieren, es wird nicht langweilig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung, sich neu zu strukturieren. Aber genau dafür suchen wir Sie.